die ganz klare Priorität in der Corona-Krise, der alles andere untergeordnet war, war der Virus, war die Pandemie. Wir sind dagegen. Wir finden das schlecht, dass die Leute auf die Straße gehen. Guck dir diese Idioten an, die hier das Infektionsgeschehen hochtreiben. Wo ich so häufig mir an den Kopf fassen musste und gedacht habe, meine Güte, was geht hier eigentlich vor sich? Wie viel schlimmer kann das noch werden? Weiterzumachen und weiter an seinen Projekten zu arbeiten und das in eine produktive, hoffnungsvolle Richtung zu lenken. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 41. Folge Unmobilisierbare Linke sprechen wir über Selbstaufgabe, eine Pandemie und Echsenkostüme. Und vielleicht kann man erstmal vorweg sagen, wie die meisten von euch sind wir, wie ihr wahrscheinlich schon in anderen Folgen rausgehört habt, sehr, sehr unzufrieden mit dem, wie die radikale Linke und auch die anarchistische Bewegung mit der gesamten Corona-Krise umgegangen ist. Natürlich ist das bei uns noch eine etwas andere Perspektive, weil auch unser Podcast, ein Podcast, den ihr gerade hört, daraus hervorgegangen ist und das, glaube ich, für uns beide auch nochmal ein ziemlicher Meilenstein in unserer politischen Geschichte ist und wir auf eine gewisse Art und Weise auch super glücklich sind, dass das alles so gekommen ist. Und teilweise ist es natürlich auch aus der Schwäche der Bewegung gekommen. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich die ganzen Probleme, die das mit sich gebracht hat und wir sehen nicht nur die anarchistische Bewegung, sondern das, was man wirklich noch als revolutionäre, radikale Linke in Deutschland bezeichnen kann, in vielen Städten und vor allem auch in vielen besonderen Feldern absolut am Boden. Und wir haben so viele unfassbar beschissene Entwicklungen in verschiedenen Gruppen und in verschiedenen Städten wahrgenommen. Deswegen haben wir auch die heutige Folge uns so überlegt, weil wir einfach mal wieder unserer ganzen Wut und der ganzen Traurigkeit über diese beschissene Entwicklung so ein bisschen Luft machen wollten. Genau deswegen haben wir euch ja auch gefragt, was ist es eigentlich, was euch am meisten aufgeregt hat. Und da kamen sehr unterschiedliche Rückmeldungen, aber wir hatten auch das Gefühl, dass vieles davon uns einfach aus der Seele gesprochen hat und wir viele von den Punkten genauso sehen wie ihr. Und deswegen wollen wir auch gleich, nachdem wir erstmal so eine kurze Bestandsaufnahme machen und die Ausgangslage besprechen, auf diese verschiedenen Punkte eingehen und da auch unsere Gedanken zu geben. Wie ihr schon hört, bin ich heute in einem sehr passenden Zustand für die heutige Folge. Deswegen seht es mir nach, wenn manche meiner Wortbeiträge vielleicht schwieriger zu verstehen sind oder ich auch manchmal etwas wir spreche. Ich vielleicht an manchen Punkten auch meine Stimme etwas schonen muss. Aber es ist wirklich Joshua, auch wenn er sich komplett anders anhört. Also er ist es. Es ist der wahre Joshua. Aber jetzt gönne ich mir erstmal eine kleine Pause und Marian wird euch ein bisschen über unsere Bestandsaufnahme der jetzigen Situation der radikalen Linken geben. Aus unserer Sicht wurde die Linke von dieser gesamten Corona-Situation ziemlich krass überrumpelt und war am Anfang davon eigentlich überhaupt nicht handlungsfähig. Es haben sich einige Gruppen komplett vollständig zurückgezogen, zumindest bei uns in Dortmund war das der Fall, in anderen Städten sicherlich auch, beziehungsweise auf jeden Fall in anderen Städten auch, sind einfach von der Bildfläche verschwunden, bis heute auch einfach nicht mehr aufgetaucht, einige Gruppen. Da hat sich auch ein bisschen, sag ich mal, die Spreu vom Weizen getrennt. Also es gab natürlich auch Zusammenhänge, die es weiterhin gegeben hat, die auch probiert haben, mit dieser neuen Situation umzugehen oder sich über die Situation anzupassen. Und da hat man natürlich auch gesehen, okay, welche Gruppen sind halt relativ stabil und haben auch eine vernünftige politische Agenda. Vor allen Dingen hat es eigentlich diese ganzen Veranstaltungsgruppen getroffen. Veranstaltungsgruppen, das ist ja wirklich, gibt ja echt, mittlerweile ist das ja ein üblicher Tendenz in der Linken, dass es sehr viele Gruppen gibt, die einfach nur dafür existieren, in ihrem lokalen Zentrum irgendein Veranstaltungskonzept zu fahren, einmal im Monat irgendeinen Tresen zu organisieren oder so etwas und die jetzt natürlich größtenteils gekillt oder an den Rand der Vernichtung gebracht, weil ihre Existenzbegründung eigentlich da niederlag. Manche haben dann auch ein paar Online-Vorträge natürlich noch gemacht. Was es auch lange Zeit gar nicht gab, sind irgendwie Analysen von dem, was gerade um uns herum passiert, versuchte Form von organisierter gegenseitiger Hilfe oder Aktionen. Also ich rede jetzt wirklich von dem Anfang, von dem Beginn von der Pandemie. Klar, da wusste man auch noch nicht genau, das ist ein völlig neuer Zustand für alle Teile der Gesellschaft gewesen, sicherlich. Aber die Leute waren weg. Also bei uns waren wirklich von Gefühl von einem auf anderen Tag gab es eine Reihe von Leuten, die einfach nicht mehr da waren. So. Und ich denke, das war in vielen Städten so.
Es hat echt lange, einige Zeit auf jeden Fall gedauert, bis es dann zu ersten Ansätzen von so einer Form von organisierter, aber auch eher niedrigschwelliger Solidarität kam. Da gab es dann diese Telegram-Gruppen, wo koordiniert so Einkaufshilfe gemacht wurde, und das auch durchaus eben diesen Anspruch hatte, so ein bisschen in die Gesellschaft zu wirken und da auch so eine Form von, ja, gegenseitiger Hilfe aus der Linken heraus so zu praktizieren. Dann etwas weiter später noch kam irgendwann mal Zero Covid, was dann ja die erste wirkliche Antwort war. Ich kann aus der Respektive gar nicht mehr sagen, wie lange das dauerte, aber es dauerte auf jeden Fall ewig, bis das hervorsprieß. Und da scheiden sich natürlich auch die Geister, was jetzt Zero Covid angeht. Es ist auf jeden Fall eine Kampagne gewesen, die ja eher so eine administrative, wir impfen euch alle Haltung, Mentalität entsprochen hat und jetzt nicht gerade einer klassenkämpferischen, solidarischen Perspektive so, wie wir sie vielleicht haben, aber dazu auch nochmal später mehr. Wirklicher Klassenkampf, den es an der Stelle ja auch gebraucht hätte, gab es natürlich auch aus der Linken heraus, aber eben nur ganz stark am Rande. Herausragend war jetzt für uns natürlich dann der Streik in Bornheim bei Bonn mit den FeldarbeiterInnen, die die FAU dort unterstützt hat. Es gab auch andere Beispiele, aber das war wirklich ein Randphänomen an der Stelle und wir konnten da nicht anknüpfen an irgendwelche Kämpfe, die es ja durchaus gegeben hat, auch in der Bevölkerung und an die materiellen Nöte und Sorgen. Kämpfe gab es ja auch auf den Straßen. Es gab ja eine große soziale Bewegung in Deutschland, die jetzt im weitesten Sinne maßnahmenkritisch war. Diese wurde natürlich hierzulande sehr stark auch von so einem rechten Verschwörungsmilieu organisiert oftmals, aber natürlich nicht nur. Und vor allen Dingen wurden diese Kämpfe eben von der Linken verallgemeinert, als einfach nur so ein rechter Mob, der irgendwie durch die Straßen tobt. Und man hat sich also überhaupt nicht probiert, daran zu beteiligen oder wenn überhaupt dann nur am absoluten Rande, sondern man hat, wie das so häufig in der Linken der Fall ist in Deutschland, dass man einfach die Leute nur niedermacht, einfach als Nazis beschimpft und was weiß ich was, obwohl eben natürlich die Mehrheit dieser riesigen Bewegung, die halt Millionen von Menschen umfasst hat über die Zeit jetzt, über die Monate und jetzt Jahre im Prinzip, natürlich die Mehrheit der Leute eher einfach aus dieser ganzen Unsicherheit, der Angst, der sozialen Probleme, die halt aus Corona entstanden sind, deswegen auf die Straße gegangen sind. Und hier haben wir uns also natürlich auch wieder selbst isoliert und uns unser jedweder Handlungsmacht geraubt, da also Einfluss nehmen zu können auf die zigtausende von Unabhängigen, die da auf der Straße waren. Das passt ja auch ganz gut dann in das Bild, dass die Linke unserer Ansicht nach weitgehend staatshörig war. Einfach eins zu eins an das gehalten hat, was der Staat vorgegeben hat, das weitestgehend nicht hinterfragt hat oder eben gesagt hat, okay, wir brauchen noch mehr, wir müssen das noch härter umsetzen und oftmals war auch die Linke ein noch autoritärerer Staat, als es der Staat selbst war, gefühlt, wie mit bestimmten Regularien eben umgegangen wurde. Und das hat natürlich unsere Handlungsmöglichkeit, da Einfluss zu nehmen, sehr stark eingeschränkt und gleichzeitig die Infrastruktur, die wir ja haben, die ja wirklich stark ist in ganz vielen Städten, wurde eben nicht dafür genutzt, für die lohnabhängigen Massen auch da zu sein, auch diese Form von gegenseitiger Hilfe auszuüben. Es gab sicherlich solche Projekte, aber viel zu wenig, dass man dann auch den Obdachlosen probiert hat zu helfen, die halt in der Situation besonders gelitten haben. Einfach der Nachbarin nebenan geholfen, die in ihrer Wohnung eingepfercht war, oder auch andere Phänomene, wie jetzt halt zum Beispiel häusliche Gewalt und so weiter. Da haben wir ja trotzdem einfach Infrastrukturen, die wir auch eigentlich bereitstellen müssten in so einer Situation, so einer Krisensituation. Ja, mittlerweile gab es dann eine langsame, sehr, sehr langsame Regeneration von eben unseren Strukturen, so dass man eigentlich sagen kann, dass wir auf einem ähnlichen Niveau wie davor oder einem leicht schwächeren Niveau wie davor jetzt quantitativ erstmal gesehen sind. Das ist natürlich jetzt sehr schwer so allgemein zu behaupten, aber es gab auf jeden Fall so ein Zurückkommen von vielen Strukturen und es gab auch viele neue Sachen. Und das ging auch so ein bisschen einher natürlich mit der schrittweise Öffnung der eigenen Läden, was auch nochmal zeigt, wie schwer die Situation für uns ist, wie handlungsunfähig wir sind, wenn wir nur noch so geringen Zugriff auf unsere Infrastruktur, auf unsere Räume eben haben, wo wir uns treffen können, wo wir uns begegnen können und dass wir da einfach dann nicht die richtigen Mittel gefunden haben. Einige Ansätze hat es dann trotzdem natürlich auch gestärkt und das waren eben vor allen Dingen Ansätze, die eben eh schon eine gute Ausrichtung hatten, die eh schon spannende und gute Ansätze eher des Klassenkampf waren, wie also die Freie ArbeiterInnenunion oder Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Und natürlich gab es auch in dieser Zeit ein paar linke Bewegungsmomente wie die Klimabewegung, die eh unersättlich ist in Deutschland, sowie auch so dann Black Lives Matter, was ja eigentlich mit George Floyd die große Sozialbewegung während Corona, linke Bewegung während Corona noch zusätzlich war. Zum Abschluss vielleicht noch, dass
Zum Thema Medienprojekte, da war die Linke vor Corona extrem schwach aufgestellt davor. Und da kann man zumindest sagen, dass es in Teilbereichen, zum Beispiel im Podcast-Bereich, mittlerweile eine wirklich spektrumübergreifend recht gut aufgestellte Projektlandschaft gibt. Andere Bereiche wie jetzt so Influencer-Kram oder YouTuber-Geschichten sind weiterhin völlig unterrepräsentiert und da kommt gar nichts oder sehr wenig. Aber so hatte dann auch, kann man schon sagen, dass Teile der Linken zumindest probiert haben, so ein bisschen wie wir das auch dann gemacht haben, neue Wege zu finden, wie wir unsere Inhalte vermitteln können in die Gesellschaft, auch wenn wir uns nicht treffen können und nicht mit Leuten auf der Straße großartig im Gespräch sein können in vieler Hinsicht. Ja, so als grober Überblick, wie wir das so wahrgenommen haben in der Zeit, in der Entwicklung. Und jetzt würden wir dann übergehen zu den Punkten, die ihr uns genannt habt und was wir darüber denken. Da denke ich, ist auch der erste große Punkt, der sicherlich vielen dann immer so als erstes ins Bewusstsein kommt, nämlich, wo ist die herrschaftskritische und klassenkämpferische Kritik an den staatlichen Maßnahmen und den Folgen von dieser? Das, was mir da wirklich immer als erstes in den Sinn kommt, wenn viele Leute so ein bisschen fragend davor stehen und nicht wissen, ja, wie konnte das jetzt alles so sein, dass wir eigentlich da nichts mehr gemacht haben? Es war eben die Priorität der radikalen Linken. Die ganz klare Priorität in der Corona-Krise, der alles andere untergeordnet war, war der Virus, war die Pandemie. Diese Priorität stand so sehr im Vordergrund, dass man wirklich bei den kleinsten Konflikten, die zwischen einmal Pandemiebekämpfung und revolutionärer Politik entstanden sind, sich immer auf die Seite von der Pandemiebekämpfung geschlagen hat. Das sieht man zum Beispiel an Sachen wie: Organisieren wir jetzt zu der und der Sache eine Kundgebung, beteiligen wir uns an dem und dem Kampf? Wie häufig ich dann gehört habe: Nein, hast du dir eigentlich schon mal die Infektionszahlen angeguckt? Da werde ich nicht mitmachen. Vielleicht ist es dann nicht, dass die Leute direkt nicht dagegen vorgegangen sind, was natürlich noch absurder wäre. Aber es gab von Nein, da beteilige ich mich nicht dran, bis zu Entsolidarisierung und nee, auf keinen Fall. Also da würde ich auch allen Leuten sagen, mach da nicht mit. Gab es eigentlich alles in diesem Spektrum? Das finde ich immer wichtig dann am Anfang anzusprechen, weil das ist für mich so einer der zentralen Knackpunkte, wo ich einfach ein großes Problem gesehen habe in dieser ganzen Zeit. Was auch einige Leute sicherlich vor sich hertragen, diese angeblich klassenkämpferische und herrschaftsfreie Sicht auf die Dinge und dieser eigentliche Fokus, dass der dann oftmals doch nur Schall und Rauch ist, so dass viele dann doch in so einer Situation so eine Form von ja Sehnsucht nach so einem ordnenden Staat haben, dann eher so dieses: Okay, was macht dann jetzt der Staat? Der soll doch noch härter durchgreifen, der soll doch alles schließen. Also das ist ja auch mit Zero-Covid sehr stark verbunden, dieser Gedanke gewesen, und dass also wir nicht uns auf unsere eigene Kraft besinnt haben, wie wir es immer so schön sagen, nur wir selber können uns befreien, dass wir nicht unsere eigenen Strukturen, die wir über die Jahre aufgebaut haben, in dem Sinne genutzt haben, dass wir nicht auf die Selbstorganisation vertraut haben, sondern halt eine Angst auch voneinander natürlich da entwickelt haben. Es geht hier nicht darum, irgendwie eine Form von jetzt grundsätzlich gegen bestimmte Maßnahmen zu sein oder ganz viele sinnvolle Handlungen, die auch der Staat umgesetzt hat, grundsätzlich in Frage zu stellen, weil das der Staat macht oder sonst irgendwas, ne? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir es verpasst haben, einmal einen Schritt zurückzugehen, eine Analyse da von der Situation anzufertigen und aus unserer Perspektive mit unseren Selbstorganisationsfähigkeiten ja eine rationale Kritik an den bestehenden Verhältnissen und an den Maßnahmen zu entwickeln und auf der Seite von den ganzen Unabhängigen zusammen zu kämpfen, die eben Angst um ihre Zukunft hatten und wie es jetzt weitergeht und in völliger Panik waren. Ja, und das muss man ja auch nochmal dazu sagen bei dieser ganzen Frage, auch was ich am Anfang angesprochen habe bezüglich der Priorität. Ja, Corona war und ist eine unfassbar tödliche Gefahr für Millionen von Menschen auf der Welt und auch in Deutschland, aber es ist eben nicht die einzige Gefahr für Leib und Leben und für ihr alltägliches Überleben in dieser Gesellschaft. Diese ganzen anderen Kämpfe haben wir dadurch einfach verleugnet und ins Hinterlicht gerückt. Und da ist es ja verständlich, dass auch ganz viele Leute aus der Massen einfach sagen, ja, Corona, schön und gut, da müssen wir uns vor schützen, das stimmt schon, aber es ist eben nicht das Einzige, was mich in meinem Alltag irgendwie bedroht und einschränkt. Und du hast ja auch gerade so ein bisschen schon diese Sehnsucht nach dem ordnenden Staat angesprochen. Ich sehe das irgendwie dann immer aus so zwei Perspektiven, die da zusammenfließen. Zum einen muss man natürlich sagen, der Staat ist einfach ein unfassbar effektives Werkzeug in einer Pandemiebekämpfung. Natürlich, da kann man ja auch sehr viel drüber reden, da gibt es auch ganz viele Sachen, die dabei unter den Tisch fallen und die
natürlich, wie der Staat es immer macht, zu unfassbaren Missständen bei den Leuten führen. Aber wenn man das einfach nur aus dieser Priorität von Seuchenbekämpfung im Jetzt betrachtet, auch im Hinblick auf unsere eigene Stärke, dann funktioniert dieser Staat einfach sehr gut. Dieses andere, was du mit auf die eigene Kraft vertrauen angesprochen hast. Ich glaube einfach, dass für viele Linke es ein Moment jetzt auch wieder war, nachdem sich auch vielfach gesehnt wurde, indem man sich einfach mal zurücklehnen konnte, indem man diesen ganzen unfassbar anstrengenden Kampf und oh ja, wir merken auch, eigentlich müssen wir wieder näher an die Massen rangehen und diese ganzen Kämpfe mit diesen Leuten führen, aber die sind ja auch so reaktionär und das ist alles so anstrengend und so wenig Erfolge, und man konnte sich einfach mal zurücklehnen, man konnte sich mal zurücknehmen, man musste nichts machen. Die einzige Anforderung, die dieser Staat an uns gestellt hat, war: bleibt zu Hause, isoliert euch voneinander, guckt Netflix, beantragt Corona-Hilfen und bestellt am besten noch euer Essen über Lieferando und einfach nur gemütlich und zu Hause und Homeoffice. Das ist doch so schön, da muss man doch nichts mehr machen. Und diesen Deal mit dem Teufel sind ganz viele Linke dann eben einfach eingegangen, weil es so angenehm und beruhigend ist. Und es ist ja auch mal schön, dass man einen der mächtigsten Staaten der Welt auf seiner Seite sieht, in seinem Kampf für das Gute gegen die reaktionären Horden. Da sind ganz viele psychologische Sachen, die da reinfließen und die das für die Leute einfach, ja, zu einem guten Deal macht. Und das bei einer Situation, die alle sozialen Missstände, alle Probleme, die wir in diesem Land und auf der Welt haben, ins Unermessliche ja verschärft hat. Das ist eben das, was mich so abfuckt. In dieser ganzen, in Deutschland relativ vergleichsweise ruhigen, beruhigten Phase, die wir davor hatten, über die ganzen Jahre und teilweise fast schon Jahrzehnte, da haben wir eben die Chance gehabt, diese Strukturen aufzubauen, haben es teilweise auch gemacht, teilweise versäumt. Jetzt war diese Krisensituation, und ich sehe das eben so, dass eine radikale linke, anarchistische Bewegung doch gerade in dieser Situation, wo es dann eine Krise gibt, wo halt so Brüche in diesem Ordnungssystem auch auftauchen, wo auch am Anfang sicherlich auch der Staat natürlich überfordert war mit der Situation und so weiter und alle erstmal ein bisschen überfordert waren. Gerade dann müssen wir doch als organisierte Kräfte unsere Perspektiven und unsere Strukturen bereitstellen, die wir aufgebaut haben. Wofür ist das sonst wert? Außer für eine eigene, irgendwie, ja, dass man nett irgendwie ein paar Räume hat, wo man irgendwie ein erweitertes Wohnzimmer hat. Was bringt das sonst, wenn wir das dann in solcher Situation, wo es die Menschen wirklich brauchen, nicht einsetzen? Ja, da hast du natürlich vollends recht. Und nochmal bezüglich der staatlichen Maßnahmen und was du ja auch schon in der Einleitung angesprochen hast, dass es eben diese große Proteste gab, wo man ja wirklich Angst vor hatte, war eben diese Kritik an den staatlichen Maßnahmen zu üben. Und das geht zu einem guten Teil einfach auch auf dieses Spiel nicht mit dem Schmuddelkind zurück. Man möchte nicht in einen Topf geworfen werden mit eben den Maskengegnern, mit Querdenken. Und da muss man ja sagen, das haben wir, glaube ich, alle wahrgenommen, ohne jetzt ja das ganz und gar so darstellen zu möchten und zu sagen, dass es da nicht sehr viel sinnvolle Kritik gab, wie wir das beispielsweise auch in unserer Primitivismus-Folge an tatsächlich ja ins Corona-Leugnertum übergehenden, in Anführungszeichen, Anarchisten gemacht haben. Aber es gab eine Art von dauerhaftem gegenseitigen Überwachen und man kann ja fast schon sagen, eine Hexenjagd in der radikalen Linken, bloß nicht irgendwie zu staatskritisch gegenüber den Maßnahmen zu werden, weil dann ist man ja direkt ein, und wir hassen alle dieses Wort, Schwurbler. Und das Problem haben wir doch in so vielen Bereichen, da müssen wir endlich mal von wegkommen. Man darf halt den Islam nicht kritisieren, weil sonst steht man in der Ecke mit irgendwelchen Nazis, man darf dies nicht, man darf jenes nicht. Hä? Oder Ideologiekritiker. Oder Ideologiekritikern, bla bla bla. Auf jeden Fall, what the fuck? Wir müssen doch auf alle Phänomene in dieser Gesellschaft, auf alle Strukturen und auf alle Ereignisse müssen wir doch eine eigene Antwort haben. Und selbst wenn irgendwelche Nazis auch was dazu sagen, fuck off so. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Da würde ich auch sagen, lasst uns einfach da ein bisschen mehr Offenheit walten lassen und vielleicht auch einfach uns erstmal anhören, was da überhaupt geschrieben und gesagt wird und nicht so ein bisschen in dieses ganze Ding bezüglich Kontaktschuld übergehen und oh Gott, ich weiß ja schon, was vorne auf diesem Magazin drin stand, weil egal wie sehr wir uns über so Magazine wie beispielsweise den Zündlumpen und ähnliches lustig gemacht haben aus der Ecke, da ist auch immer noch ein großer Unterschied, was da an Kritik drin steht, und nicht alles ist irgendwie Kräuterheilkunde, Esoterik und Corona gibt's nicht. Ich glaube, da sollten wir einfach mal ein bisschen entspannter an diese ganze Sache rangehen, vielleicht auch dadurch dann so ein bisschen diese Diskussion wieder anheizen um die Kritik an den staatlichen Maßnahmen und uns einfach da auch selber mehr Raum geben, weil im Endeffekt ist niemandem damit geholfen.
Wir wollen noch zum Abschluss von dem Themenbereich ein Zitat, eigentlich für uns das beste Kommentar, Nachricht, die uns erreicht hat, nochmal vorlesen, weil die das nochmal gut zusammenfasst. Mich regt es fürchterlich auf, und da nehme ich mich selbst nicht heraus, dass das gesamtgesellschaftliche linke Mosaik nicht in der Lage ist, zu zeigen, dass in Krisenzeiten die Sehnsucht in einen ordnenden Staat ein Fehlschluss ist. Dabei verstehe ich Krise nicht im Sinne einer anbahnenden Katastrophe, sondern einem Punkt, an dem herkömmliche Ordnungsmechanismen nicht mehr funktionieren. Ein Moment der Umstrukturierung. Hier zeigte die Pandemie, wie wenig Potenzial Regierende aller Parteifarben bereit waren zu nutzen. Linke, sei es Subkultur oder parlamentarische Kräfte, haben sich hier dem Ansatz der Elendsverwaltung angeschlossen und gefügt. Zu wenig Offensive, zu wenig konstruktiver Widerspruch, zu wenig Fantasie zu kreativen neuen Ansätzen. Ja, und da finde ich, kann man jetzt auch gut an unseren nächsten Punkt anschließen, der jetzt auch mehrfach schon gefallen ist. Es fehlt an Analyse. Und da möchte ich direkt so ein bisschen so dran gehen, dass ich sagen würde, ich sehe das etwas ambivalent. Ich sehe das genauso, dass es sehr viel an klassenbasierter Analyse gefehlt hat, dass wir uns sehr wenig mit den staatlichen Maßnahmen beschäftigt haben und daran Kritik geübt haben. Aber es gab Analyse. Nur diese Analyse beschäftigte sich vor allem mit den Gegenbewegungen gegen die Maßnahmen. Es wurde sehr viel Analyse daran geübt, wie ist jetzt eigentlich diese gesamte Querdenkenbewegung aufgestellt? Wie viele Nazis sind in deren Reihen? Was für Organisationen sind daran beteiligt? Was für psychologische Aspekte und Gefühle der Mittelschicht werden damit angesprochen und der Massen, dass sie sich an diesen Protesten beteiligen? Das, finde ich, spricht dann auch wieder für mich, was für Analysen eigentlich auch in vielen Punkten von der radikalen Linken am meisten eigentlich gestellt werden. Und das sind wieder die des Verteidigungskampfes einfach nur. Das spielt für mich wieder in dieses ganze psychologische Muster rein von dem ordnenden Staat eben gegen die ja aufbegehrenden reaktionären Massen. Und ich glaube, da können wir nicht von der Hand weisen, dass das einfach an sehr viele schon bestehende liberale Tendenzen und auch sehr viel Überbleibsel von eben ja so antideutscher Massenfeindlichkeit einfach ist. Ja, und was ich auch finde, was mit Analyse einfach fehlt, ist, dass es kam halt einfach keinerlei Einordnung. So, du hast halt zu jedem Riot, wenn dann mal einmal im Jahr so ein Ding passiert, wie G20 oder gegen die EZB damals in Frankfurt oder so, da hast du dann auf in die Media 20 Texte von irgendwelchen autonomen Kleingruppen, die irgendwie sagen, ja, an der und der Stelle, an der und der Kreuzung, da hätten wir, wenn wir da zusammengestanden hätten und wenn es da mehr organisierte Kräfte gegeben hätte, hätten wir so und so agieren können und dann wäre das so und so gekommen. Aber halt für einer der einschneidendsten, größten Ereignisse, die wir eigentlich seit Jahrzehnten gesehen haben, gab es erstmal nichts. Es war einfach nichts. Nothing. Das hat natürlich mit diesem gesamten Rückzug zu tun, ne? Dass dann Zero Covid der erste wahrnehmbare Versuch war von der radikalen Linken, auch in die Gesellschaft hineinwirkend eine Antwort zu liefern aus unserer Perspektive, die dann auch noch in dieser Form so war, wie er war, so schwierig war und eben, was wir schon dazu gesagt haben, in vieler Hinsicht, das ist halt einfach eine Bankrotterklärung, weil das natürlich auch für uns selbst total verunmöglicht, irgendwie eine Orientierung zu haben. In welche Richtung müssen wir denn jetzt agieren? Es können nicht alle sowas liefern, so. Nicht jede Kleingruppe, nicht jede Organisation können einfach so eine Analyse von Verhältnissen liefern, an der man sich dann orientieren kann und an der man dann auch seine Praxis ausrichten kann. Das ist völlig okay. Aber dass es das gar nicht gibt, ist halt auch eine Bankrotterklärung. Ja, definitiv. Aber ich würde das auch in etwas, glaube ich, abschwächen, weil ich sehe das ja genauso, dass wir diese zwei Pole hatten, an den Punkten es halt Kritik und Analyse gab. Das war einmal Zero Covid, das waren verschiedene Antifa-Gruppen, das waren alles, was man so unter anti-verschwurbelte Aktionen irgendwie zusammenwerfen kann. Und es gab natürlich das, was wir auch viel kritisiert haben, nämlich die schon fast ins Corona-Leugnende oder Corona-Verharmlosende übergehen, alles, was so aus der Richtung von Primitivismus, aufständischem Anarchismus etc. pp. gab. Dass diese Mittel, diese
wie soll man das sagen, dieser Mittelteil dazwischen zu, ja, wir erkennen an, Corona ist eine große Gefahr und wir lehnen nicht einfach alle Dinge, die der Staat macht, aufgrund von Staatskritik ab und gleichzeitig aber diese Klassenanalyse beibehalten, dass das irgendwie komplett fehlte. Und da würde ich halt sagen, das gab's teilweise, aber es gab's halt wenig aus der anarchistischen Ecke. Mhm. Weil ich habe Sachen aus kommunistischer Perspektive, gerade dem organisiert kommunistischen Spektrum, marxistisch-leninistisch oder maoistisch gelesen, die sich damit beschäftigt haben. Und natürlich gab es das auch in kleineren Teilen von der Gewerkschaftsbewegung, wo auch vernünftige Sachen gemacht wurden. Aber wir selber, das muss man da sagen, als anarchistische Bewegung haben da einfach in den allermeisten Punkten versagt. Ein weiterer Punkt ist die organisierte Solidarität. Da denke ich einfach, das habe ich ja auch schon mal kurz angeschnitten, dass einfach das volle Potenzial, was wir haben, nicht genutzt wurde, um uns da gegenseitig als auch in die Gesellschaft hineinwirkend zu unterstützen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte ja diese Telegram-Geschichte erwähnt und das war ja sehr am Anfang noch von der ganzen Pandemie-Geschichte. Und wir hatten da auch in Dortmund versucht, so das aufzuziehen und wirklich mit einiger Intensität das immer wieder vorangetrieben, dass man irgendwie, wir hatten sogar eine Telefonnummer, die rund um die Uhr geschaltet war, dann eben diese Gruppen und einzelne engagierte Leute, aber wir mussten wirklich betteln. Wir mussten richtig betteln bei allen Leuten, die es so gibt und allen Möglichkeiten, die man halt so hat, und es ist fast kaum jemand dazugekommen, weil gleichzeitig ja nicht vorhanden sein von irgendetwas. Das fand ich halt einfach so schockierend, dass wir damit so alleine gelassen wurden und wir damit so alleine geblieben sind, weil ich das eigentlich als einen sehr guten Ansatz empfunden habe und erstmal den ersten guten Ansatz so und auch so als Perspektive vielleicht den Gedanken, wenn das funktioniert, wenn man auch wirklich dann damit die Nachbarschaft erreicht, kann dadurch auch vielleicht so eine Vernetzung in der Nachbarschaft dann vorangetrieben werden, die auch so eine Situation überdauert. Aber das ist natürlich alles nicht gelungen, weil da einfach zu wenig kam. Und ihr müsst euch ja auch vorstellen, bei dieser Corona-Hilfsgruppen, die wir da gemacht haben und im Telefon, das war nicht nur am Anfang von der Pandemie, sondern das nahm ab und auch die Beteiligung von anderen Linken nahm ab, während eigentlich die Verhältnisse sich zugeschärft haben, während die Lockdowns schlimmer wurden und eigentlich noch weniger Leute überhaupt die Möglichkeit hatten, einfach so einkaufen zu gehen oder irgendwelche anderen sozialen Angebote zu nutzen. Es wurde schlimmer und gleichzeitig nahm die Aktivität in diesen Gruppen ab und am Ende standen wir wirklich da eigentlich komplett alleine da und man konnte es dann als gescheitert bezeichnen. Das, wo dann eben dann auf einmal die Kapazität voraufgewandt wurde, waren eben diese ganzen Sachen, die dann gegen Querdenken etc. anfingen. Und das hat man dann komplett irgendwie zurückgesteckt. Nochmal als kleiner Einspieler, weil das sicherlich bei manchen Leuten jetzt so rüberkommt, es geht nicht darum zu sagen, dass irgendwie diese Proteste gegen Querdenken an sich irgendwie etwas Schlechtes wären oder dass da nicht auch gute Sachen auf die Beine gestellt wurden. Es geht nur dann wieder um die Frage von eben, was mache ich vor allem und wo stecke ich meine meiste Energie rein? Und ich glaube, da ist auch wieder einfach das, wo wir am besten diesen Leuten das Wasser abgraben können, nämlich in unserer eigenen Massenarbeit und eine eigene Antwort auf diese ganzen Sachen zu finden. Ja, und heftige Leerstellen, das geht für mich auch so ein bisschen einher mit dieser Frage der organisierten Solidarität. Gab es in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, unter anderem eben so Bereichen wie häuslicher Gewalt. Da habe ich auf jeden Fall auch Texte zugelesen in der Corona-Zeit. Also es ist definitiv nicht so, dass solche Bereiche, das also dann im Kontext von, wenn man eben zu Hause eingesperrt ist, dass dann die diversen Zustände des Patriarchats ins Extreme maximiert werden, dass das nicht auf dem Schirm von speziell feministischen Gruppen war, das ist klar. Und dass darüber, wie gesagt, auch Sachen geschrieben werden und sicherlich auch einzelne Initiativen gemacht werden, auch klar. Aber da wirklich, sag ich mal, praktisch zu probieren, wieder Solidarität zu leisten. Also wirklich dann zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben jetzt hier das anscheinend festgestellt, wir posten irgendwelche Sachen in unseren linken Foren, da gibt's irgendwie Probleme oder so, irgendwelche Texte und Abhandlungen. Ja, dann wieso nicht mal in dem ganzen Viertel, wo man lebt, halt probieren, Flyer zu verteilen, wo dann halt entsprechend, wo man sich halt melden kann, Frauenhäuser, Angebote und so weiter, alles zu plakatieren, so dass also dieses Angebot auch sichtbar wird auf den Straßen. Das ist nur als eine spontane Idee, die mir gerade in den Kopf schießt, so was man relativ einfach realisieren kann. Da gab es einfach kaum oder keine Ansätze und da gibt es sicherlich noch eine heftige andere Anzahl an Leerstellen, die man da nennen kann. Da hast du ja auch jetzt wirklich eine gute praktische Möglichkeit eigentlich angesprochen. Und ich denke, was da auch der Grund ist, nämlich die größte Leerstelle, die einfach diesen ganzen anderen zugrunde liegt und die auch in den Punkt von vorher übergeht, ist einfach, dass uns der Kontakt zu der Nachbarschaft in unseren eigenen Vierteln fehlt. Und das haben wir ja auch schon vor allem in so Sachen wie unserer Kriminalitätsdoppelfolge
angesprochen, wo es auch um häusliche Gewalt geht. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Das ist wirklich was, da hätten wir einfach eine Analyse leisten müssen von dieser Situation und feststellen müssen, ja, es stimmt, hier, wir in unserer Nachbarschaft, gerade in dieser Krisensituation, sind einfach viel zu wenig mit den Leuten vor Ort vernetzt. Wir können viel zu wenig in die Probleme eingreifen, die sie vor Ort haben, und wir können dann auch viel weniger so etwas auf die Beine stellen, wie jetzt gegen häusliche Gewalt, was du angesprochen hast. Aber gleichzeitig war halt diese Krise die beste Möglichkeit, die wir eigentlich hatten, endlich mal das zu durchbrechen, weil gerade standen auf einmal unfassbar viele Leute in unseren Vierteln vor dieser Situation, dass sie isoliert waren, entweder das bewusst selber aus der Solidarität mit den anderen Leuten gemacht haben oder es halt machen mussten. Und wir hätten da wirklich einfach eingreifen können und so gute Sachen auf die Beine stellen können. Wir hätten den Leuten selber zeigen können, dass sie für ihr eigenes Leben dort einstehen können und diese ganzen Probleme auch aus ihrer eigenen Kraft mit den Leuten, mit den anderen Leuten in ihrem Viertel lösen können. Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben diese gigantische Chance verspielt, uns jetzt nochmal in dieser Krise neu aufzustellen und besser aufzustellen. Du hast es ja auch gesagt, aber nochmal wichtig dazu zu sagen, es ist natürlich auch nicht einfach gewesen, aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemie, wenn man einfach diesen schlechten Ausgangspunkt halt hatte, keine Vernetzung in der Nachbarschaft oder wenig, dann ist es natürlich auch hammerschwer, das zu durchbrechen. Was ich also uns selbst und der Linken also an der Stelle vorhalte, ist, dass wir es nicht mal versucht haben in ganz vielerlei Hinsicht. Das würde ich uns eben vorhalten und nicht, dass es nicht gelungen ist, weil wenn es Ansätze gegeben hätte in bestimmten Bereichen, dann hätte ich gesagt, okay, es hat nicht gelungen, war halt auch schwierig oder so durch die Ausgangslage, aber es wurde oftmals nicht mal versucht. Ja, ein weiterer Punkt, der sehr zentral in der ganzen Debatte um die Corona-Krise war und den wir jetzt auch ein paar Mal schon angesprochen haben und der, glaube ich, auch viele von euch sehr bewegt hat auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, ist eben der Umgang mit maßnahmenkritischen Bewegungen. Unter maßnahmenkritischen Bewegungen kann man, glaube ich, erstmal alles fassen, was da so auf die Straße gegangen ist. Da muss man natürlich dazu sagen, dass der allergrößte Teil davon ab einem bestimmten Zeitpunkt rechts bis rechtsradikal natürlich geprägt war. Das haben wir eben auch schon häufig gesagt, ist ja eben das Problem, dass, wie es mit allen sozialen Bewegungen ist, die eine gewisse Anzahl an Menschen in der Bevölkerung erreichen. Du hast dort natürlich immer eine gewisse Präsenz von rechten Kräften, bei den einen stärker, bei den anderen weniger stark. Es hängt eben auch sehr stark davon ab, wie sich diese sozialen Bewegungen entwickeln, was die Linke macht und wie stark sie sich darin engagiert und wie sie damit umgeht. Natürlich ist in einem Bereich, in einem sozialen Kampf, wo die Linke sich vollkommen raushält und nichts macht, oder sogar noch dagegen sich stellt, haben es natürlich organisierte andere Kräfte, die dann in der Regel reaktionäre Kräfte sind, in der Regel rechte Kräfte sind, natürlich viel einfacher, dort Fuß zu fassen. Der Umgang mit der maßnahmenkritischen Bewegung war meiner Meinung nach noch viel katastrophaler als bei allem anderen, was wir schon kritisiert haben, zuvor bei anderen Bewegungen. Also bei jetzt irgendwie so Montagsmahnwachen oder bei Gelbwesten oder sonst was, da hatte ich noch den Eindruck, dass es zumindest punktuell mal Versuche gab, irgendwas zu machen. Jetzt hatte ich wirklich den Eindruck, dass es also völlig, vollends aufgegeben wurde, irgendwie daran zu wirken, weil man einfach gesagt hat, wir sind dagegen, wir finden das schlecht, dass die Leute auf die Straße gehen. Guck dir diese Idioten an, die hier das Infektionsgeschehen hochtreiben. Und dann guckst du dir halt Fernsehberichte an, wo halt, wie gesagt, zu einem gewissen Zeitpunkt, nicht später, sondern eher zum Anfang dieser Bewegung, wo halt 9 von 10 Leute, die interviewt werden, sagen, ja, mein Geschäft, ich kann das nicht mehr öffnen. Ich weiß nicht, ich stehe vor dem Nichts, was soll ich machen? Klar, sagt dann auch mal irgendwer, ja, was weiß ich, Bill Gates oder was. Aber scheiße, wo waren wir? Wieso haben wir nicht probiert, das zumindest uns anzugucken, eine ernsthafte Form von Beteiligung daran zu machen, die halt eine Alternative auch bietet, aus unserer Analyse und Kritik? Ja, die Antwort hast du ja eigentlich schon selber gegeben. Da geht's wieder auf die Prioritätssetzung des Ganzen zurück. In Kombination eben mit diesem, wir schauen erstmal auf eine Bewegung, wie viel Rechte sind da drin, und danach beurteilen wir dann, ob wir uns an Massenkämpfen beteiligen oder nicht. Und die Antwort ist eigentlich immer nein. Ich weiß auch gar nicht, was man da noch großartig zu sagen soll. Vielleicht liegt es jetzt auch einfach an meiner Erkältung, Grippe, was auch immer, dass ich jetzt extrem müde des Ganzen werde, aber ich habe halt einfach keine Lust, immer wieder das ansprechen zu müssen, diesen Punkt von, Leute, wenn es solche Massenkämpfe gibt, dann müsst ihr euch da zuallererst dran beteiligen. Da müssen wir, glaube ich, einfach wirklich diese Chance nutzen und halt einfach erstmal gucken, wie wird dieser Kampf sich entwickeln
und wie können wir uns daran beteiligen, weil wir werden jetzt nicht komplett durch unsere Beteiligung irgendwie dafür sorgen, dass dann wir die letzten Kräfte ausmachen, die dann zu diesem reaktionären Umsturz oder was auch immer führen, sondern eigentlich ist es eher umgekehrt. Wenn wir da reingehen, bieten wir erstmal überhaupt die Möglichkeit, dass diese Kämpfe sich auch revolutionär radikalisieren können und halt in eine emanzipatorische Richtung gehen. Wenn wir uns einfach nur daneben stellen, dann das, was wir schon tausendmal gesagt haben, führt das einfach nur dazu, dass diese Kämpfe sich halt weiter in die negative Richtung entwickeln, auch wenn man natürlich irgendwann diese Reißleine ziehen muss. Aber nochmal, es ist eigentlich immer der letzte Schritt, den man macht, wenn so etwas komplett verloren ist. Und das war es zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Auch zu der jetzigen Situation nochmal. Gab letztens, ich weiß gar nicht, wo das war, aber es war ist jetzt erst ein, zwei Wochen her, da gab es irgendeine Querdenken- oder maßnahmenkritische Demonstration, wo Leute probiert haben, eine Polizeikette zu umfließen oder da durchzubrechen bei irgendeiner nicht genehmigten Demonstration. Da sind halt überwiegend, sag ich mal, Leute, die das probieren zu stürmen, die ja so im mittleren Alter irgendwie 40, 50 aufwärts sind, ne? Und die Polizisten, die dann probieren, das zu verhindern und verprügeln die Leute mit ihren Schlagstöcken und pfeffern die Leute. Und es gibt dann eben auch so Aufnahmen, wo dann halt irgendwie so eine 70-jährige Oma so heult, weil sie halt Tränengas in den Augen hat. Und dann guckst du halt unter das Video und die Kommentarspalten sind voll mit irgendwelchen Linken, die sagen, geil. Guck mal, jetzt heulen sie wieder rum hier, ah, richtig schön, halt immer drauf auf die komischen Schwurbler. Ja, es ist das Internet, es ist Twitter und so, aber das ist ja keine Seltenheit von dem, was man halt sonst so auch erlebt, wie Leute halt über andere Leute reden. Das sind halt irgendwelche, wenn man jetzt so überspitzt sagt, verwirrten Omas halt so, die halt irgendwie vielleicht eine komische Einstellung zur Esoterik oder was auch immer haben, aber das sind halt überwiegend keine organisierten Neonazis, denen man jetzt irgendwie wünscht, dass sie halt irgendwie kaputt geprügelt werden. Was ist falsch mit euch so? Wie sollen wir halt mit so einer Einstellung, also mit so einem Auftreten halt irgendwie Leute auch noch von einem anderen Weg überzeugen? Wie sollen wir dann solche Leute erreichen, die vielleicht in vieler Hinsicht sich schlecht entwickeln, sich falsch entwickeln, vielleicht auch echt problematische Tendenzen annehmen? Wie sollen wir die dann erreichen mit so einer Einstellung, mit so einem Umgang? Aber die will man doch gar nicht erreichen. Wen man jetzt in dieser Krise erreichen wollte und wo das, glaube ich, auch teilweise sicherlich ganz gut funktioniert hat, ist eben diese liberal, grünliberal eingestellte Mittelschicht gewesen. Endlich konnten die Linken mal beim Weihnachtsessen nach Hause kommen und man hat sich nicht nur gestritten, sondern man konnte sich darauf einigen, dass diese ganzen Schwurbler ja ziemlich bescheuert sind und das, was der Staat mit denen macht, gut ist. Man konnte sich natürlich auch freuen und das ist ja auch nichts Neues. Ich hasse dieses Wort Schwurbler. Es ist ja auch nichts Neues. Man freut sich mal, dass nicht nur die Linken einer Demo auf die Mütze bekommen, sondern es auch mal, wie sonst dann mal irgendwie die Nazi-Hut sind. Und jetzt ist es sogar irgendwie die reaktionäre Masse, die da auf die Straße geht und endlich kriegen die mal auf die Mütze. Da liegt auch einfach wieder zugrunde dieser Wunsch dann doch, dass der Staat dann ja doch mal auch was für einen selber macht. Man hat ja diesen Anspruch noch daran. Man hat noch dieses Vertrauen darin, irgendwo hat die BRD doch noch so dieses das Herz am rechten Fleck gegen Nazis und gegen die ganzen Reaktionären und so im schlimmsten Fall, wenn dann irgendwie die reaktionären Horden vor den Toren stehen, kann man sich dann doch noch vertrauen, dass sie sich doch noch auf die gute Seite schlagen und dieses Schlechtere, den neuen faschistischen Sturz in Deutschland abwehren. Gut, ich denke, was Linke eigentlich vor allen Dingen gemacht haben während dieser gesamten Zeit. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie sie sich zu was auch immer für gesellschaftlichen Fragen verhalten oder nicht verhalten haben oder sonst was. Psychoanalyse betrieben über ihre Gefühlsmäßigkeit. Aber was Linke eigentlich vor allen Dingen gemacht haben, ist mit sich selbst beschäftigt. Also ich glaube wirklich, die meisten haben sich einfach aufgehört, sich mit irgendwelchen gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen und wie es irgendwelchen anderen Leuten geht zu beschäftigen. Die haben sich vor allen Dingen damit beschäftigt, was andere Linke so machen. Wie schlimm und kotzig andere Linke sind. Das ist, glaube ich, das, was Linke generell gut können. Aber das hat nochmal eine immense Steigerung erfahren. Und ich finde, das ist auch logisch. Weil in dem Moment, wo alles um dich herum sozusagen, was halt sonst so passiert, ja so ein bisschen einbricht und selbst die mehr oder weniger
gehaltvollen oder weniger gehaltvollen Kämpfe, die du sonst so führst, auch nicht mehr existieren, sondern und du noch nicht mal deine gammelige Veranstaltung in deinem rotzigen AZ irgendwie organisieren kannst, was bleibt dir denn noch anderes dann übrig, als sich einfach über die scheiß anderen Linken aufzuregen? Die halt, der zieht irgendwie seine Maske nicht hoch, der lässt sich irgendwie nicht impfen, der hat so und so eine Meinung, der verhält sich so und so, der steht so und so breitbeinig, der gendert nicht, der macht das und das. Das sind doch die scheiß Fragen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, so. Das ist doch genau das, worüber ihr euch halt dreht die ganze Zeit. Und das habe ich halt so wahrgenommen, dass es das einfach ins Maximale gestiegen ist und dass auch diese Konfliktherde, die es also schon immer und die ganze Zeit gibt, dass die halt einfach so maximiert wurden. Und das ist auch genau das, was wir mit der heutigen Folge machen. Ja, aber im Endeffekt stimmt es natürlich. Und das ist auch wieder das, was immer dadurch kommt, dass man eben keine Kämpfe hat, die man selber führt, keinen Anschluss an die Massen hat, sondern eben nur sich mit sich selber beschäftigt, weil was soll man dann anderes machen, wenn man halt nirgendwo einen Anschluss an einen Kampf dran hat, wenn man keine vernünftige Analyse der bestehenden Verhältnisse betreibt, wenn man nicht eigene Infrastruktur aufbauen kann, ja, dann bleibt einem halt das. Dann kann man wenigstens irgendwie die Zeit dafür nutzen, die eigenen Reihen zu säubern, sich am Ende irgendwie ganz moralisch erhaben zu fühlen, weil man der Revolutionärste unter den Revolutionären ist. Und das muss man ja nochmal dann vielleicht am Anschluss daran sagen. Es waren jetzt 2 Jahre. Es war unfassbar viel Zeit. Es waren so viele Chancen. Das kann man dann am Ende als Resümee ziehen. Die wurden gar nicht genutzt. Es ist nichts passiert. Es war im Endeffekt, bis auf einige gute Ausnahmen, muss man wirklich da rausgehen und sagen, das war eine verdammt beschissene Zeit. Das war ein verdammt schwerer Schlag für unsere eigenen Strukturen. Ja, das, was vielfach dabei rumgekommen ist, ist eben das, was du gerade angesprochen hast, dass sich Szene-Konflikte weiter angeheizt haben, dass sehr, sehr spezifische Teildebatten geführt wurden, an denen dann Gruppen auch dran kaputt gegangen sind. Es macht einen einfach nur wütend und traurig und deswegen auch im Endeffekt die heutige Folge, weil es gibt also eigentlich keine Zeit in meiner eigenen Politisierung, wo ich so häufig mir an den Kopf fassen musste und gedacht habe, meine Güte, was geht hier eigentlich vor sich? Wie viel schlimmer kann das noch werden? In so vielerlei Hinsicht. Deswegen ist es auch so wichtig, auch mal so eine Folge zu machen. Ich hoffe, ihr merkt auch in unserem Podcast, dass wir einen Fokus nicht auf sowas legen. Dass natürlich wir versuchen, genau über andere Sachen zu sprechen, auch über Perspektiven zu sprechen, über Analysen zu sprechen, über unsere Vorstellung von Gesellschaft zu sprechen, über alles Mögliche, also eher produktiven Output zu haben, so, und euch zu bereichern in dem, und das also quasi, das ist ja auch unsere eigentliche Position zu all diesen Niederungen von so einer Szene, dass wir eigentlich sagen, wir müssen uns dagegen halt insofern durchsetzen, die wir vernünftige Positionen haben und produktiv versuchen, was aufzubauen, indem wir eben genau das machen. Indem wir eben genau zeigen, so, dass die Art und Weise, wie wir Politik machen wollen, eben uns nicht damit aufhalten wollen, die ganze Zeit nur gegen andere herzuziehen, gegen andere Linke herzuziehen oder was auch immer, dass das eigentlich unser Fokus ist. Aber es ist doch genauso wichtig, auch mal dann an irgendeinem Punkt zu sagen, gut, trotzdem auch einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, was mit einem da passiert, was man da für eine Kritik hat. Einerseits ist das wichtig, um selber das, um dem ein bisschen Luft machen zu können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du einfach immer wieder dahin zurückgeworfen wirst. Und ich glaube, das kennen wir alle, die wir versuchen, eine vernünftige Klassenkampfpolitik zu machen. Dass immer wieder einen so eine Szene-Realität einholt. Sowohl von einem selber aus, weil man ja selber auch ein Stück weit davon geprägt ist natürlich, als auch, dass einfach diese Szene-Realität immer wieder auf einen einprasselt. Weil einfach die Leute einen ständig wieder mit ihrer Scheiße konfrontieren, ständig wieder auch gegeneinander vorgehen und gegen auch deinen vernünftigen Ansatz zu probieren vorzugehen auf unterschiedliche Art und Weise. Und deswegen ist es auch manchmal wichtig, das einfach auch zu kommunizieren und anzusprechen und dann wieder, ohne sich damit allzu sehr aufzuhalten, weiterzumachen und weiter an seinen Projekten zu arbeiten und das in eine produktive, hoffnungsvolle Richtung zu lenken. Ja, und das Ganze tun wir natürlich auch, weil das sei nochmal dazu gesagt, auch wenn wir in vielen unserer Folgen sehr viel über die restradikale Linke, über die linke Szene herziehen, an vielen Punkten sind wir nun mal aufeinander angewiesen. Nicht nur das, sondern wir wissen auch, dass in diesem ganzen Szenesumpf unfassbar viele sehr, sehr gute Leute drin sind und auch drin feststecken, einfach nur, weil es nicht diese anderen Angebote, diese anderen Gruppen gibt. Und weil es vielleicht auch teilweise schwer ist, in der eigenen Stadt was zu machen, ohne
sich damit auseinanderzusetzen, weil sehr viel Infrastruktur an diesen anderen Gruppen hängt, weil sehr viel Expertise und vielleicht auch sogar Verbindung zur Restgesellschaft schon da dran hängt. Uns geht es nicht darum, hier eine vernichtende Kritik zu machen und den großen Paukenschlag einfach nur, damit wir uns selber besser fühlen und uns dann über diese anderen Gruppen erheben können oder über die Restszene und am Ende sagen können, ja, guckt mal hier, wir haben jetzt die meisten Ohren, wir sind jetzt hier der größte Revolutionär, wir haben die reinste Meinung, sondern weil wir wissen, dass es im Endeffekt besser gehen wird. Dass wir auch wissen, dass in diesen ganzen Leuten, die sich jetzt teilweise mit so viel Scheiße beschäftigen, auch sehr viel Gutes steckt und sie eigentlich zu Besserem bereit wären und dass, ja, wenn das alles so kommen wird, wir auch einfach an einer viel besseren Ausgangslage wären und diese ganze radikale Linke, die ganze anarchistische Bewegung so viel besser aufgestellt wäre. Weil das muss man auch eben dazu immer sagen, dass vieles von dem, was wir an Konflikten in unseren eigenen Reihen haben, das bedingt sich einfach durch die Gesellschaft. Egal, ob das jetzt patriarchale Prägungen sind, ob das ganz, ganz zentral und wichtig in dieser Frage liberale Prägungen sind, die wir von der Gesellschaft bekommen. Das können wir halt nicht einfach so alles abstreifen und das kommt natürlich auch bei uns rein, so, ne? Und das dürfen wir also nicht vergessen und da müssen wir halt diese Isolierung, die uns voneinander trennt, diese liberale Isolierung, die müssen wir halt durchbrechen und ja, unsere kollektiven Ansätze wieder finden und zuhören, Fehlerkultur zulassen, dass wir uns einander zuhören und nicht bei jedem Problem, was irgendwie da ist, direkt alles dezimieren und einfach Leute niedermachen oder in Grund und Boden kritisieren, aber auch das annehmen zu können, wenn Leute Kritik üben, so wie wir heute. Und ich hoffe, das könnt ihr in diesem Fall. Und ja, in dem Sinne möchte Joshua noch etwas sagen. Ja, tatsächlich möchte ich einfach nur sagen, zum Abschluss sei gesagt, lasst uns das wirklich an dieser Folge doch einfach mal ausprobieren. Es geht nicht darum, dass ihr uns nicht scharf formulierte Rückmeldungen gebt. Wir freuen uns da sehr darüber, wenn es auch mal ein bisschen kontroverser und stärker hinterfragend oder angreifend auch gegenüber unseren Positionen ist. Worum es uns da geht, ist dieses direkte Entsolidarisieren voneinander und dann auch in unserem Fall drückt sich das dann eher durch eine kleine Nachricht aus. Ihr habt das und das gesagt, okay, dann ist wohl der D-Abo. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir natürlich auch unser Projekt darüber gut bestreiten können, dass wir mehr Abos bekommen und dadurch auch mehr Reichweite. Aber ich finde, lasst uns das doch einfach mal darin probieren, weil ich weiß, für viele von euch wird das sicherlich jetzt eine Folge gewesen sein, in der teilweise auch Sachen überspitzt gefallen sind, wo sie sich dann denken, meine Güte, was haben die beiden jetzt da gesagt? Vielleicht auch angreifende Sachen gegenüber eurer eigenen Person, weil ihr euch in Sachen, die wir gesagt haben, so wiedergefunden habt oder wiedergefunden habt und das dann einfach nicht so seht. Deswegen, wir freuen uns wirklich da auf Rückmeldungen und vielleicht mal wieder eine schöne Diskussion und zum Abschluss noch, das wollen wir jetzt immer sagen, weil wir da einfach hoffen, auch Unterstützung auf Dauer zu bekommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch unsere Arbeit nicht nur im Verbreiten unserer Inhalte, sondern auch finanziell unterstützt. Ihr könnt uns gerne regelmäßige Spenden und einmalige Spenden schicken. Wir haben dafür Patreon und PayPal. Und in dem Sinne, ja, eure Kohlen für über Tage, damit wir weiter zuverlässig jede Woche nicen Content produzieren können und das vielleicht sogar zukünftig noch ausbauen. In dem Sinne, Glück auf und auf bald. Glück auf. Während des Schnitts ist uns gerade noch aufgefallen, dass wir eigentlich Echsenkostüme im Titel dieser Folge haben und kein einziges Wort darüber verloren haben. Deswegen folgt hier noch eine schnelle Erklärung, was es damit auf sich hat. Ja, ihr habt euch sicherlich schon bei diesem Teaser gefragt, was könnte damit gemeint sein? Echsenkostüme und die Linke, das ist ja, habe ich noch nie gehört. Nun ja, es ist so, dass es eine Gruppe von antifaschistischen Aktivisten, wenn wir sie jetzt mal so nennen möchten, gab, die durch Deutschland unter dem Titel Antiverschwurbelte Aktionen und teilweise auch Düsselechsen gezogen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob die Düsselechsen Unterableger waren, so genau habe ich mich mit der Organisationsstruktur nicht auseinandergesetzt, aber es geht auf jeden Fall um dieses Prinzip, was da angewandt wurde. Dabei haben Aktivistis sich in Echsenkostümen mit einer Musikbox neben Querdenken-Demos gestellt und dort dann, ja, verschiedene Parolen, die jetzt nicht auf einem sonderlich hohen analytischen und theoretischen Niveau waren, sondern sich meistens in die Richtung bewegten von Mimimi, oh, die Mittelschicht, sie steigt ab, oh, das ist aber so traurig, jetzt weinen wir alle mal, oder ach, guck dich doch mal an, wie scheiße du aussiehst mit deinem lächerlichen Hut, und
Ihr seid Nazis. Also zusammengefasst ist das einfach der absolute Abgrund von dem äußersten Rand der verrücktesten Gegenprotestsachen, die es eigentlich so im Kontext von links wahrscheinlich jemals in Deutschland gegeben hat. Zieht euch auf jeden Fall mal rein, Exifa, das sind echt verrückte Leute. Over and out.